Ahoi Kapitän und willkommen zu einem neuen Captains Kommentar. Und ich möchte hier einfach mal die wahren Loser in diesem Spiel kommentieren. Tja, heikles Thema, denke ich. Aber grundsätzlich, ich war mit der Gearing unterwegs. Tja, und somit sind wir also im High-Tier unterwegs, auf Tier 10 mit Spielern, die die Endstufe sozusagen dieses Spiels erreicht haben sollten. Tja, und hier ist das Matchmaking. Und es ist ein reines Zehner-Match. Also mit anderen Worten, es gibt hier niemanden, der sich beschweren kann. Oh, ich bin ja nicht Top-Tier. Ja, wir sind alle Top-Tier. Das ist doch super. Eine tolle Geschichte. Und ja, das Matchmaking, ihr kennt ja die Captain-Kommentare. Das geht jetzt hier nicht wirklich um das Gefecht, aber natürlich auch. Ja, und es fängt gleich an mit GG and Fick dich Matchmaking. Ja, also, da stellt man sich doch die Frage, warum denn? Warum? Und wer war das? Tja, und dann stellst du fest, es war dein Flugzeugträger. Also, in einem reinen Zehner-Match mit einer Midway jammert dieser Spieler sofort beim Start rum. Ja, und da ist dann, glaube ich, auch von der Gegenseite schon auch die Frage erlaubt, why? Also warum denn eigentlich? Und der ist ja nicht alleine, sondern der andere fragt sich auch, warum das denn? Was hast du denn für ein Problem? Tja, und das ist einfach wirklich ein Problem. Genau. You are a CV, don't complain. Also, grundsätzlich muss ich einfach mal sagen, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe das ja auch schon gehabt, dass man kurz nach dem Spielbeginn einfach feststellt, man ist in einem Team gelandet, das nicht spielen will. Also, wo alle Teammitglieder plötzlich irgendwie hinter irgendwelchen Inseln stehen oder am Kartenrand sind und ja, wo man einfach wirklich sagt, ey, das ist jetzt wirklich verschwendete Zeit, weil mein Team will nicht oder kann nicht. Und dann finde ich es durchaus legitim, einfach auch zu sagen, pass auf Leute, dann eben nicht. Dann will ich auch nicht. Also in dieser Reihenfolge aber, erst muss das Team sagen oder zeigen, sie wollen oder können nicht und dann komme ich. Und werft jetzt schon mal einen Blick auf die Minimap und schaut euch mal an, was unsere Midway derzeit so Großartiges für das Team leistet. Beispielsweise jetzt hier in Sachen AA. Für mich. Oder Angriff für irgendwen. Also, mit anderen Worten, der macht gar nichts. Null. So, und jetzt hier achte ich natürlich drauf, dass der relativ nah dran war. Das ist alles gut. Also fahre ich dann noch näher an die Torps ran. Tja, und damit ist es mir egal, wie viele es sind. Weil sie halt nicht scharf werden, wenn sie so nah abgeworfen werden. Tja, aber auch mal defensives Flakfeuer, da hilft mir jetzt hier auch nicht wirklich. Drei Flugzeuge abgeschossen, naja, ist ja überschaubar. So, und ja, andere haben es auch gemerkt. He is rushing and not using planes. Ja, der macht gar nichts. Das Einzige, was er macht, er fährt jetzt hier in Richtung B. Und ganz ehrlich, ich frage mich, was ist bei dem falsch? Und ganz ehrlich, es geht bei den wahren Losern in diesem Kommentar nicht um die Spieler, die grundsätzlich erstmal eine schlechte Winrate haben. Nein, es geht um Spieler, die so eine Einstellung haben wie der. Das sind die wahren Loser aus meiner Sicht. Die einfach keinen Bock haben, etwas zu tun, was sie sonst nicht tun. Oder anders, der hat bestimmt gehofft, er geht mit einer Midway jetzt schön ein paar Achter Schlachtschiffe kloppen und ist in einem Zehner-Match gelandet, wo er mal zeigen muss, was er kann. Tja, und die Antwort darauf, was er kann, ist wahrscheinlich gar nichts. Der hat einfach nichts drauf. Und das wiederum bewegt ihn dazu, jetzt zu sagen, alles klar, dann gehe ich halt aus dem Match raus. Er kann nicht einfach rausgehen, weil dann wird er ja pink. Aber das, was er hier macht, das kann er tun. Einfach YOLO nach vorne, nix fürs Team und sich rausschießen lassen.
So, und ja, das ist ja auch nur eine Frage der Zeit, ne? Ist ja klar, bis so ein CV dann rausgeschossen ist. Tja, das dauert halt nicht lange, weil sie logischerweise den sofort fokussen, wenn sie ihn sehen. So, tja, und da ist dieser Loser auch raus. Aber zu dem kommen wir später noch. Ja, und jetzt sind wir hier eben im Gefecht und ich versuche jetzt gerade, diese Helen den Motor rauszuschießen. Weil man ja gesehen hat, dass er eigentlich viel zu schnell ist. Und da ist der Motor. So. Also, jetzt durch den Motorausfall wird er natürlich so langsam, dass er in die Torps fahren kann. Tja, jetzt haben wir also einen DD verloren und wir haben unseren Loser verloren. Und die anderen haben auch einen DD verloren. Und jetzt ist die Frage, wie geht's hier weiter? Tja, geht weiter, indem wir einfach erstmal die Helen rausnehmen. Also haben die anderen jetzt zwei DDs verloren. Und ich muss einfach nochmal zum Thema Winrate hier was sagen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich jetzt hier den Kommentar so verstanden haben will, dass die Loser irgendwie für mich definiert sind, ich sag mal, unter 45% Winrate oder sowas. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das sind halt dann eher, naja, sagen wir mal, nicht besonders gute Spieler. Aber das sind keine Loser. Loser sind solche Leute wie der eben. Das ist für mich ein eindeutiger Loser, der vom Start weg für sich selbst erkennt, Alter, ich bin dem hier nicht gewachsen, ich habe hier überhaupt nichts verloren, ich bin eigentlich eher auf Tier 4 unterwegs und ich komme mit meiner Midway doch sowieso nicht klar. Das ist ein Loser. Und die Frage ist natürlich, warum spielt er überhaupt hier High Tier? Das ist für mich die Frage. Aber die Antwort ist ganz einfach, finde ich. Der sucht sich seine Matchmakings, wo er für sich sagt, alles klar, ich habe die Chance, mit einem überlegenen Schiff Damage zu machen bei Spielern, die mir einfach generell unterlegen sind. So, tja, wie jetzt hier so eine Sommers, der eben an die Insel fährt, der ist letztlich im 1 gegen 1 auch eher unterlegen. Tja, und dann wollen wir gucken, da haben wir den auch. So, jetzt haben wir also hier zwei DDs rausgenommen. Und werden natürlich sofort nebeln. Ja, da kommt es von der Kremlin auch schon. Jo, und der trifft natürlich auch 5800, aber wir treffen ihn auch. Oh. Also, die anderen haben inzwischen kein DD mehr und haben auch ein Schlachtschiff schon verloren. Tja, wir sind vorne, haben zwei Caps. Ohne einen CV. Ich meine, gut, okay, den Spieler braucht eh keiner. Also im Spiel braucht den niemand. Ich vermute mal, das wäre so ein Typ Spieler, der als Trainer eines Vereins, ich sag mal, als Trainer eines Bundesliga-Vereins, würde der sich als Aufbaugegner irgendwelche Kreisklassenteams holen, weil er am liebsten mit einer 20-0-Packung vom Platz geht. Davon hat zwar niemand was und davon lernt auch niemand was, aber er selbst fühlt sich damit besser. Das ist für mich ein Loser. Eindeutig. Denn dieses Spiel, finde ich, die gehen jetzt hier mal an die Yamato raus, diese Torps. Einen Moment warten. Wenn er dann anfährt, haben die vielleicht eine Chance. Also, ich finde, wer dieses Spiel spielt, der muss sich darauf einlassen, auch mal in einem ungleichen Kampf oder sich in einem ungleichen Kampf zu befinden und sich darzustellen. Dieser Kampf hier ist allerdings gleich. Es sind nur Zehner. Und da finde ich, wenn einer das so abschenkt, das ist ein Unding. Der gehört aus meiner Sicht lebenslang aus diesem Spiel ausgeschlossen. Das wird natürlich nicht passieren, aber ich finde es durchaus dann gerechtfertigt, so jemanden tatsächlich auch als Loser zu bezeichnen. Und von mir hat er natürlich auch mein Fähnchen bekommen. Also wenn ich den nochmal habe, der bekommt von mir null Unterstützung im Spiel. Egal in welchem Boot der auch unterwegs ist. Das ist dann meine Konsequenz für solche Spieler,
die ein Team so hängen lassen, die haben keine Unterstützung verdient. Also gar nicht. Der soll einfach aus meiner Sicht die Lust am Spiel total verlieren und aufhören, weil den braucht man nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so seht oder ob ihr da anderer Meinung seid. Tja, und die Torps für die Yamato sind offensichtlich angekommen. Und hier muss ich natürlich jetzt sehen, dass ich wegkomme vom Kremlin. Weil der spottet mich sonst gleich. Tja, und jetzt wird es natürlich schwierig. Mit 16,5 Kilometer Torps. Aber die torp ich so, dass sie hier gegen die Insel gehen. Also dann gefährde ich meine Kollegen da nicht. Und jetzt bin ich auch von ihm weg. Aber, wie man auf der Minimap sehen kann, er dreht ja immer weiter ein. So. Also nutze ich die Insel für mich und bespaße ihn ein wenig mit HE. Und unser Pet Pavlovs kann dem gleich richtig schön in die Seite schießen, wenn er da rauskommt. Ja, und nun frage ich mich, warum fährt er mit der Pet Pavlovs? Da jetzt so, die wollen sich doch nicht rammen. Doch. Wow. 75% voll Petropavlovsk rammt ein Kremlin, der runtergeschossen wird. Naja. Manche Dinge sind schwer zu erklären und ich habe mal gefragt, warum. Warum er das so gemacht hat. Aber ich bekam keine Antwort. Egal, jetzt ist es also 6 gegen 5. Wir halten immer noch 2 Caps. Wir sind auch immer noch ganz gut in Front. Ohne CV. Wie gesagt, den braucht auch keiner. Und er ist aus meiner Sicht auch ein wahrer Loser dieses Spiels, weil er so ein Spiel, wie wir es jetzt hier haben, gar nicht miterlebt. Er schenkt das für sich ab, weil er für sich merkt, ich bin eine Pfeife, ich habe nichts drauf, ich kann das nicht. Das ist mir zu viel. Oh Gott, die anderen sind ja auch alle Zehner. Das sind ja gar keine Weicheier. Tja. Und schon entgeht ihm was. Hier geht's mal der Versuch, wenn die Smolensk gleich wieder anfährt, dass der dann in die Torps fährt. Tja, 5 gegen 5. Weil es ist ein spannendes Spiel, finde ich. Gut, an mir ist jetzt hier nicht mehr allzu viel dran. Mit 1028 HP. Und hätte ich den Kapitänskill nicht, der kommt am Ende des Videos auch noch für alle diejenigen, die sich angucken wollen, wie dieses Schiff hier ausgestattet war für das Gefecht. Ja, hätte ich den nicht, wäre ich schon längst raus. Also, hier jetzt eben auch nochmal der Versuch, an die Yamato ranzukommen, sodass ich sie erreichen kann. Nebeln, cappen, ganz wichtig. Wer cappen kann, soll cappen. Gerade auch als DD. Ja, und dann versuche ich natürlich jetzt hier die Yamato anzustecken. So, und jetzt kommt nochmal eine Situation. Guckt euch die Yamato an. Guckt euch an, der hat 5.500 noch. Jetzt in dem Moment. Und da kommt eine Montana. Und die Montana hat 68.000. Also wir spielen hier jetzt gerade, oder sehen uns das an, wie eine Montana mit 68.000 gegen eine Yamato mit 5.000, die er gerade noch hatte, spielt. So, da, das hat nicht geklappt, aber die haue ich trotzdem da gleich nochmal hin. Für den Fall der Fälle. So. Tja, und nun guckt euch an. Und ich werde jetzt hier natürlich nicht weiterschießen. Ich will ja nicht, dass deren CV noch auf mich aufmerksam wird hier. Oder dass ein anderer auf mich schießt. An mir ist ja nichts mehr dran. Also, wir werden jetzt, ich nehme das mal vorweg, Zeuge eines unglaublich schlechten Spiels einer Montana. Weil eigentlich war er ja fast Full HP und jetzt ist er raus. Das ist aber kein Loser für mich. Das ist ein schlechter Spieler. Der auf Tier 10 noch nicht mal gelernt hat anzuwinkeln. Und er macht jetzt einen Kill dadurch, dass ich vorhin die Yamato angesteckt habe und jetzt seine Secondary den auch angesteckt hat und er die Yamato runtergebracht hat. Also, warum auch immer er jetzt den Kill hat, das ist egal. Hauptsache, er hat ihn.
Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, das ist ein wirklich schlechter Spieler, der Full HP gegen so eine Yamato fährt und einfach rausgenommen wird. Tja. So, und jetzt ist hier die Frage, wie spielen wir weiter? Wir sind in Front. Es ist 3 gegen 3. Wir sind noch 2 DDs, deswegen war es wichtig, dass ich jetzt hier B cappe. Und für mich jetzt hier auch nochmal die Frage, wie komme ich hier weiter? Natürlich möchte ich gerne noch ein bisschen Damage machen, aber wichtig ist einfach erstmal, das Ding müssen wir gewinnen. Und tja, die Helen nimmt jetzt deren CV raus. Also, jetzt ist es dann ein Spiel ohne CVs. Und die Helen hat eben so eine AA, dass man als CV da schon auch ein bisschen abkotzen kann. Also, ich finde es aber durchaus gerechtfertigt, denn sie hat nun mal keinen Smoke und kann sich nicht anders wehren gegen CVs. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Also, die Yamato, der wird natürlich jetzt nochmal anfahren. Ich schmeiß die Torps jetzt schon relativ frühzeitig raus. Das ist jetzt einfach ein reines Hit and Hope sozusagen. Also einfach abschätzen, wie schnell wird der wohl werden. Und mir ist ja klar, der will zu B. Was anderes will der nicht. Der muss zu B. Der muss ja cappen. Also habe ich ihn dir hingeschmissen. Und ebenso frühzeitig, weil ich natürlich auch nochmal nachladen möchte. Ich möchte eigentlich ganz gern dem auch nochmal einen nachsetzen. Und ich glaube nicht, dass es zum vernichtenden Schlag kommt. So. Gucken wir mal ein bisschen genau. Der ist noch schneller als gedacht, aber ja, Treffer sind da. Alles klar. So, und jetzt ja, ist hier eben auch die Frage, wie gehe ich da weiter? Also natürlich könnte ich jetzt sagen, der hat Wassereinbruch und ich schieße und nee. Das wäre ziemlich dumm. Mit 1000 HP nimmt mich auch allein die Sek der Yamato raus. Also der braucht gar nicht auf mich schießen, wenn mich wenn seine Secondary mich auffasst, dann ist alles zu spät. Deswegen muss ich ja sehen, dass ich das einigermaßen schlau spiele. Also ich könnte natürlich jetzt auch sagen, das Ding können wir nicht mehr verlieren, weil so viele Punkte können die nicht mehr gut machen in 3 Minuten. Aber ich habe gedacht, ich riskiere das hier einfach nochmal und will noch ein paar Top-Treffer setzen. Und deswegen fange ich jetzt schon an zu smoken gleich. Ich werde also jetzt den Smoke schon ziehen, dass der sich schon aufbauen kann. Ich will und muss natürlich jetzt einmal die Yamato noch sehen. Das wird aber bedeuten, dass sie mich auch sieht. Nur dann will ich schon hinter meinem Smoke verschwinden können. So, und da ist es auch schon soweit. Ja, und jetzt weiß ich auch, der bremst da ab. Also, ja, und da trifft mich auch seine Sec einmal, 693, und jetzt habe ich noch 333, also mit anderen Worten, ein zweiter Treffer hätte gereicht. Jetzt nimmt unsere Hindenburg die Smolensk raus. Tja, und nun ist es auf einmal 3 gegen 1 und das ohne diesen Loser, der das Ganze abgeschenkt hat. Und das ist eigentlich das, was schade daran ist, der gewinnt jetzt mit. Tja, hier nochmal Torp-Treffer auf die Yamato mit Wassereinbruch. Aber wir haben auch gleich die 1000 erreicht. Und dann haben wir dieses, wie ich finde, doch recht spannende Spiel, das ich fast auch als Replay kommentiert hätte, gewonnen. Aber mir war wichtiger, mich mit dem anderen Thema mal auseinanderzusetzen und das für euch zu kommentieren, sodass ihr dann auch eben kommentieren könnt. Also ich finde dieses Ergebnis hier durchaus okay, durchaus sehenswert. 11 Torpedotreffer. 175.000 Schaden, 2 zerstört, das waren 2 DDs, finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass wir den CV im Spiel hätten. Denn das mit ansehen zu müssen, wie einer wirklich vom Spawn weg nichts tut und jetzt hier eben auch noch mit in der Endauswertung als Gewinner dasteht, auch wenn er letzter in der Auswertung ist, er hat mitgewonnen. Wir haben für ihn ein Spiel gewonnen. Das finde ich eigentlich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Knapp 3000 Basiserfahrung jetzt hier mit der Gearing ist natürlich ein schönes Ergebnis, keine Frage. Aber wie gesagt, mich stört eigentlich, dass wir für ihn mitgewonnen haben.
Aber natürlich will man auch möglichst nicht selbst verlieren. Also, ja, für mich war es keine Option zu sagen, alles klar, das Ding geht jetzt verloren und ich YOLO jetzt ja auch. Nein, das mache ich nicht. Ja, und auch hier die Auswertung nochmal für alle diejenigen, die da einen Blick drauf werfen möchten, wie das gewesen ist. Aber darum geht es nicht. Denn grundsätzlich wirklich, es geht einfach darum, dass Spieler mit einer Einstellung, und das ist eine reine Persönlichkeitsfrage aus meiner Sicht, mit so einer Einstellung wie der, vom Spawn weg, wegfahren und Matchmaking gefällt mir nicht, ich gehe hier wieder raus. Das geht nicht. In diesem Spiel sollte das so nicht sein. Hier nochmal, wie versprochen, die Ausstattung des Schiffes. In diesem Spiel sollte das anders sein. Man sollte, wenn man sich dafür entscheidet und sagt, ich klicke auf Gefecht, dann soll man es auch durchziehen, wenn das Team es unterstützt. Und das hier ist unsere Midway. Bildet euch selbst eine Meinung darüber. 42,11% Winrate bei 717 PR. Das ist dieser Spieler gewesen, der Meinung war, er muss raus aus diesem Gefecht. Und ich bin der Meinung, er muss raus aus diesem Spiel. Das wäre wünschenswert. Tja, das war jetzt dann also mein Kommentar zum Thema die wahren Loser in diesem Spiel. Und wenn du mir zustimmst und es dir gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Wenn du mehr Videos sehen möchtest oder den Kanal auch noch mit unterstützen möchtest, Kanalmitgliedschaften sind freigeschaltet. Tja, und jetzt ist deine Meinung gefragt. Schreib sie in die Kommentare. Schau live auf Twitch rein, wenn du möchtest. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal.